Ja, moin zusammen. Ja, keine besonders gute Nachricht und kein besonders positives Video. Die ersten werden jetzt gemerkt haben, dass sie ihr Geld wieder bekommen haben für die Tassen. Und zwar hat sich Folgendes ereignet. Ich habe ja eine LLC gegründet, die läuft über Kanada. Dort wiederum ist ein Schreiben eingegangen, eine einstweilige Verfügung bzw. eine Abmahnung, dass ich es doch bitte zu unterlassen hätte, im Bereich der Bundesrepublik Deutschland eine Verlosung stattfinden zu lassen. Das bedeutet, irgendeiner der Zuschauer hat das einem Anwalt weitergeleitet und möchte das nicht. Ich bin aber gar nicht im Bereich der Bundesrepublik Deutschland. Das ist das Witzige an der ganzen Geschichte. Ist mir jetzt auch egal. Die Verlosung ist für den Sack. Das lassen wir sein. Ich habe da keinen Bock drauf. Irgendwelche Vollidioten müssen ständig. Hauptsache, sie kriegen irgendwie für sich selbst Aufmerksamkeit oder möchten, dass andere sanktioniert werden. Ich weiß nicht, ob die das geil macht oder sowas in der Richtung. Ich hab da kein Verständnis für. Keine Ahnung. Mir schadet das Ganze nicht. Ne? Die Tassen sind teurer, weil die, wie gesagt, in der Behindertenwerkstatt hergestellt werden. Das habe ich schon storniert. Ne? Gott sei Dank noch rechtzeitig. Die haben dann auch nichts davon. Auch schön. Ist wunderbar für alle Beteiligten. Und der Rest, der eventuell noch übrig geblieben wäre, ein Lithium-Akku in der Größe ist Gefahrgut, nicht wahr? Ne? Der Versand kostet einiges. Also von daher mal locker durch die Hose atmen. Ich werde jetzt nicht reich durch so eine Verlosung. Ne? Da ja manche Leute es auch nicht ertragen können, wenn andere Leute 3 € oder sowas in der Richtung verdienen oder so. Das können die nicht ab. Das geht gar nicht. Ne? Nee. Da müssen wir sofort intervenieren. Das geht gar nicht. Ja. Ich hätte mit der ganzen Geschichte kein Geld verdient. Wie gesagt, der Versand ist schweineteuer, das Ding ist riesig, das Ding ist schwer und da sind Lithium-Akkus drin. Dazu noch das Panel, flach, groß, schwer. Das wäre vom Versand her auch schon wieder teurer geworden. Aber wisst ihr was? Ich behalte das einfach. Kein Problem. Oder ich verkaufe es. Mir ist das völlig egal. Ich habe der Firma Allpowers auch gesagt, beziehungsweise eine Kopie von der Abmahnung geschickt und gesagt, hier, das ist jetzt gerade passiert. Die Firma Allpowers wollte das sponsern, ne? Wie die mich überall sponsert, wie man da unten in der Ecke sieht. Das Ding ist angeschlossen, das lädt mit dem Solarpanel oben drauf. Und dann kommt so ein Vollpfosten um die Ecke und sabotiert die komplette Verlosung. Mein Problem ist folgendes. Ja, ich könnte ihm seine Abmahnung oder einstweilige Verfügung, einstweilige Anordnung, ganz bequem um die Ohren hauen. Das Problem ist, es wird schweineteuer. Ne? Sowas übernimmt die Rechtsschutzversicherung nicht. Ne? Ich bin zwar Content Creator, ich habe auch eine Berufshaftpflichtversicherung, aber die Rechtsschutzversicherung habe ich gerade nochmal nachgeschaut in Bezug auf Verlosungen und sowas, alles in der Richtung. Nein. Das tragen die nicht. Bedeutet, nö. Dann machen das mal jetzt sein. Kein Bock drauf. Ernsthaft, kein Bock drauf. Ne? Dann eben nicht. Ja, wie ihr seht, der Bus ist fast fertig. Ja, IKEA, ich weiß. Die Abgrenzung nach vorne, ich wollte ein bisschen offenen Raum haben. Mache ich jetzt mit Seilen hier, dass das alles nicht durch die Gegend fliegt. Bin gerade ein bisschen sauer. Und hier habe ich die Netze dran gepackt. Ein Netz. Da wir einen Transporter-Variante haben, hat er auf der Seite keine Tasche auf der Tür. Jetzt hat er eine. Ja. Ist wie gesagt so gut wie fertig. Neue FI-Schalter musste ich einsetzen, da unten in das Gerät. Die alten haben nicht mehr vernünftig ausgelöst. Ich habe noch welche gefunden. Funktionieren einwandfrei. Selbst bei einem
mutwillig herbeigeführten Kurzschluss. Ping, sofort raus. Perfekt. Gut. Ja, ist wie gesagt eine beschissene Nachricht, weiß ich selbst. Aber kann mich jetzt ransetzen und das Geld zurücküberweisen. Ja, ich habe auch, wie gesagt, ich bin gerade so ein bisschen an der Kippe persönlich, ob ich YouTube weitermachen soll. Ja. Sobald du Werbung für eine chinesische Firma machst, blockiert, das ist All Powers, die kommen aus Taiwan, ne? Das separieren die auch nicht, ne? Nein, nein, da unterscheiden die nicht. Ja. Du machst Werbung für eine chinesische Firma, sofort gehen deine Aufrufe runter. Als ich das Video gemacht habe über die Verlosung von dem Gerät, das hat bis heute, glaube ich, keine 1000 Aufrufe. Ist komplett eingebremst worden. Teilweise sind da auch Dislikes drunter und ich glaube, ich habe gerade keine Lust mehr auf YouTube. Ich habe hat YouTube für Leute, die Creator sind, also so wie ich, die Sachen hochladen, mittlerweile das Angebot, dass man Werbung macht für 150 Euro für einen Monat, damit die Videos rausgepusht werden. Und seit diese Werbung kommt, gehen die Aufrufe runter. Die hauen die Videos nicht mehr raus. Ich habe ja nichts geändert oder sowas. Das ist wird so eingebremst, ne? Ja, ich denke gerade über eine andere Plattform nach. Vielleicht gehe ich auch zu Patreon oder sowas in der Richtung. Dann sind da vielleicht weniger Follower. Aber zumindest stimmt da das Geld und die Leute wollen das auch wirklich sehen, ne? Und nicht irgendwelche Hyopies, die dann es nicht schaffen, den Abonnieren-Button zu drücken. Bloß nicht unterstützen. Nicht, dass irgendjemand außer dir selber Geld verdient. Das geht gar nicht. Diese Mentalität, die finde ich so armselig und so zum Kotzen. Und dann merkt man immer wieder, wie die Leute so denken. Und das nervt. Ich kann das nicht mehr. Ja. Das ist Kanalmitglieder. Die Kanalmitglieder, die Community, ich finde die Leute fantastisch, die in meiner Community sind. Wie sich begrüßt wird unter jedem Video und so weiter und so weiter. Ich finde das absolut genial. Ich möchte auch keine andere Community haben. Aber es trägt sich einfach nicht mehr. Es trägt sich nicht mehr. Ich habe keine 200 Euro im Monat. Ich kann nichts anschaffen. Ich kann nichts... Ja, ich muss quasi warten, bis mir einer sein Auto dahin stellt, damit ich ein Video machen kann. Das funktioniert überhaupt nicht. Das geht nicht. Ich kann nicht die letzten paar Kröten, also noch Privatgeld da reinballern, damit der Kanal funktioniert. Die treten gerade komplett auf die Bremse. Sorry Leute, aber ich werde wahrscheinlich nach Patreon gehen. Hier auf YouTube findet dann einmal in der Woche ein Video statt und der Rest dann auf Patreon. Ich habe wirklich keine Lust mehr. Keine Lust mehr. Ja. Ja, es sind immer dämliche Nachrichten. Ich weiß das selber, aber wenn ihr an meiner Stelle wärt, ich mache gerne Videos. Ich mache gerne Videos, wie ich eine Bremse repariere. Ich mache gerne Videos, wie ich irgendwelche kaputten Gewinde repariere. Mache ich alles total gerne. Ernsthaft. Ich finde das gut, wenn Leute solche Möglichkeiten sehen, das dann nachmachen können, weil so kompliziert ist es nicht. Jetzt bei deinem Bremssattel zum Beispiel. Ja. Und dann wirst du von der Plattform komplett eingebremst. Und da, ihr wisst, was so ein Video, wenn ich so ein 30-Minuten-Video raushaue, wie lange ich da im Schnitt und sowas in der Richtung sitze, ne? Und dann kriege ich einen Zehner. Das hat auch nichts mehr mit Wertschätzung zu tun. Ja, ich habe mit einigen anderen YouTubern auch schon gesprochen, Richtung Eifel, Dortmund etc. Und die haben alle das Problem. Ne? Die einen sind ein bisschen größer, da ist es nicht ganz so schwierig. Die haben dann auch irgendwelche Werbepartner dazwischen. Das trägt sich dann noch eigenermaßen. Die anderen sind genauso am Knapsen, sind aber auf der anderen Seite noch aktiv im Werkstattgeschäft.
Einfach nein. Einfach nein. Das nervt. Ja, und jetzt quasi die Kirsche oben auf der Sahnetorte, das Ding mit der, nee, die dürfen aber keine Verlosung machen. Doch, darf ich. Ich habe aber keine Lust auf den Rechtsstreit. Ernsthaft, das ist nervig. Der Anwalt hat nicht begriffen, wo mein Firmenstandort ist. Der Anwalt hat nicht begriffen, wo ich wohne. Der Anwalt hat gar nichts begriffen. Ja? Nach deutschem Recht, das deutsche Recht kann mich mal. Ich bin da nicht. Ja? Meine Firma hat den Sitz in Kanada. Ja? Also das, was YouTube macht sozusagen, hat seinen Sitz in Kanada. Und ich persönlich bin nicht in Deutschland. Nicht in Deutschland. Auch wenn irgendjemand ständig fragt, wo ich denn jetzt gerade bin. Aus Sicherheitsgründen bin ich nirgendwo. Ja? Dazu kommt auch noch ein Video. Dann erkläre ich die ganze Situation mal sehr deutlich. Mit allen Beteiligten, die da beteiligt sind. Deshalb heißen sie ja so. Gut. Mehr wollte ich gar nicht. Lasst euch nicht ärgern. Ich mache das für euch. Ich ärgere mich. Bis dann. Ciao.